mit dem König der Tiere auf Tuchfühlung. Verfressene Schleichkatzen hautnah. Der Zootierarzt als Zahnarzt. Und ganz viel Herz, auch für die Kleinsten unter den Tieren. Der Doktor und die wilden Tiere. Tierarztgeschichten aus den hessischen Zoos. Im Frankfurter Zoo haben die Pfleger bei Löwe Kuma seltsame Beulen am Hinterteil entdeckt. Doch auf eine so weite Entfernung kann auch Tierärztin Dr. Christina Geiger keine verlässliche Diagnose stellen. Kuma hat irgendwas an seinem rechten Oberschenkel hinten dran, beziehungsweise Unterschenkel. Ich weiß nicht, was er hat, weil ich nie richtig sehen konnte, wie tief schlägt er. Also geht es bis ins Fleisch oder sind nur die Haare weg. Aber er wurde vor ein paar Wochen beobachtet, wie er da sehr viel geleckt hat. Aber es ist äußerlich kaum was zu sehen, außer so ein paar kleine Quaddeln, die am Anfang eher wie so Insektenstiche oder wie wenn man sich in so eine Brennnessel reinsetzt, aussahen. Wenn er mich sieht, wird er immer gleich aggressiv. Das heißt, ich kann ihn fast immer nur von vorne sehen. Und deswegen ist für mich der Verlauf so schwierig. Also ich kann so schwierig beobachten von Tag zu Tag, wie es hinten bei ihm aussieht an der Rückseite vom Bein. Weil ich da alle möglichen Tricks anwenden muss und jedes Mal mit den Tierpflegern irgendwie hin und her sperren, damit ich ihn überhaupt mal von hinten sehen kann. Aber gut, ich sage auch immer zu den Tierpflegern auch Spaß, wenn mal so ein Löwe abhaut oder so und ihr wollt den wieder einfangen, bindet mich einfach an den Baum in der Anlage und dann kommt er auf jeden Fall wieder zurück. Ja, nee, muss man in Kauf nehmen. Das ist halt der Preis, den man zahlt für den Job. Der indische Löwe und die Tierärztin werden in diesem Leben wohl keine Freunde mehr. Und deshalb dreht Kuma Dr. Geiger auch niemals den Rücken zu. Das macht die Beurteilung der Beulen natürlich nicht einfacher. Und hier nun der Plan. Löwe Kuma soll in sein Innengehege gelockt werden. Hier kann die Zootierärztin näher an das Männchen ran. Wenn Sie können ja noch mal ein bisschen stoppen, wenn der Schieber so ein bisschen auf ist. Aber Kuma bleibt wachsam und lässt die Ärztin die ganze Zeit über nicht aus den Augen. Selbst die Versuche der Pfleger, ihn mit dem Außenschieber kurz abzulenken, misslingen. Der schlaue Kuma wittert eine Verschwörung und tritt die Flucht nach vorne an. Im Darmstädter Zoo Vivarium ist der Tierarzt Thomas Fischer auf dem Weg zu Binturong Uwe. Offenbar scheint die Schleichkatze beim Klettern etwas zu humpeln. Bisschen Bestechungsmaterial. Ja, genau. Die Jungs und Mädels sind ziemlich verfressen. Hat man gute Chancen, dass man die ein bisschen überreden kann, freundlich zu sein. Pfleger Bernhard Pütz will Vegetarier Uwe mit den Bananen rauslocken, sodass der Tierarzt in Ruhe nach der Pfote schauen kann. Die Schleichkatzen aus Südostasien lieben Früchte, sind aber eben auch schüchterne Einzelgänger. Guck mal hier. Zack. Guck mal, ich habe noch mehr. Ja. Naja, so richtig traut Uwe dem Braten, den Bananen noch nicht. Aber so schnell, wie er sie verdrückt, scheint er sie zu mögen. Und am Ende ist der Appetit größer als die Angst. Guck mal her. So. Die linke Pfote, sagten Sie? Die Pfleger hatten bemerkt, dass Uwe merkwürdig läuft und deshalb den Tierarzt gerufen. Am Lahm tut er auch nicht. Ja, ist gut. Die Krallen sehen auch gut aus. Und plötzlich ist Uwe sehr gut zu Fuß. Schließlich ist der Weg des Marderbärs gespickt mit süßen Leckereien. Du kriegst das nicht einfach so. Du musst schon was dafür tun.
Das ist so eine Schleichkatze. Sie gehören zu den Marderartigen, sind Pflanzenfresser hauptsächlich. Allerdings, wenn sie irgendwo in freier Natur auch ein Gelege von Vögeln finden, dann werden so ein paar Eier auch gerne genommen und sind eigentlich ganz freundliche Kandidaten. Den Schwanz benutzen sie, um sich auch festzuhalten. Also sie können ganz gut klettern, aber sind relativ langsam. Nein, da ist nichts mehr zu essen, das sind nur meine Finger. Aber man kann die durchaus anfassen. Gut, er hat hier eine Kralle so ein bisschen am Ende leicht gesplittert, ist aber nicht entzündet. Das heißt, das sollte von alleine wieder auswachsen, ohne dass wir da was unternehmen. Der 12-jährige Binto Rong war vor einiger Zeit schon mal Sorgenkind. Wir haben bei dem Uwe einen Herzfehler festgestellt. Er hat ein Herzgeräusch, ein Klappenproblem. Und dementsprechend haben wir ihn auf ein adäquates Medikament gesetzt, was von den Pflegern regelmäßig verabreicht wird. Damit geht es ihm super gut. Er nimmt sie auch gut. Er nimmt sehr gut. Das ist der Vorteil bei diesen Kerlchen, dass man im Essen normalerweise Medikamente, die jetzt nicht wirklich ganz eklig sind, sehr gut regelmäßig verabreichen kann. Uwes Bezugsperson im Vivarium ist sein Lieblingspfleger Bernhard Pütz, der die Schleichkatze von klein auf gut kennt. Ja gut, der war ja noch jung, als er kam. Ich hatte den damals in Empfang genommen und der saß da erstmal auf meinem Schoß. Und im Laufe der Jahre ist eine echte Vertrautheit entstanden. Anders beim Weibchen. Taya versteckt sich in der Box und ist im Gegensatz zu Uwe extrem menschenscheu. Im Idealfall wird das ein Paar. Wie lange ist das Mädel da, die Taya? Also im dritten Jahr ist die jetzt hier. Und die kam mir unglaublich scheu. Die hatte offenbar ein Traumata, weil sie von ihrem Bruder in Paris getrennt wurde. Oh. Ja, dass sie hier völlig neben der Kappe gewesen und hat sich auch nur schwer an die Gesellschaft von dem Uwe gewöhnt. Aber das ist inzwischen vorbei. Die sind häufiger zusammen und wir haben die dieses Jahr auch schon Ende letzten Jahres und dieses Jahr auch schon kopulieren sehen. Also wir hoffen, dass da Nachwuchs kommt. So kleine Mini-Binturongs, das wäre schon was. Da braucht man dann natürlich Geduld und muss die Außenbedingungen halt dementsprechend haben. Das ist auch jetzt der Grund, denke ich, dass sie sich heute nicht gezeigt hat. Sie ist einfach noch ein bisschen schüchtern. Vielleicht haben wir das dann irgendwann auch mal, dass sie sich hier genauso präsentiert wie der Uwe. Ich weiß, wo sie liegt. Die ist unten in der Kiste drin. Ne? Und das ist ja so, die ziehen sich gerne in so dunkle Höhlen zurück, um die Kinder zur Welt zu bringen. Deswegen betrachte ich das. Ich bin vielleicht zu optimistisch, aber das könnte ein gutes Zeichen sein. Ja. Geduld ist also angesagt. Gut, dann war's das auch schon für heute. Binturong Uwe scheint auf jeden Fall fit genug für die Familienplanung zu sein. So. Und kaum ist der Besuch zur Tür raus, präsentiert sich Weibchen Taya doch noch mal. Kamerascheu scheint sie schon mal nicht zu sein. Vielleicht erleben wir hier ja wirklich bald eine kleine Überraschung. Unterhalb des Dornröschenschlosses Sababurg liegt, mitten im Reinhardswald, der mehr als 130 Hektar große historische Tierpark. Der Bauernhof mit alten Haustierrassen und Urwildpferden ist ein wichtiger Schwerpunkt, denn hier wird auch die fast schon ausgestorbene Pferderasse Biberbäcker gezüchtet. Stute Gilla hat vor ein paar Tagen ihr Fohlen zur Welt gebracht, eine kleine Stute, die den Fortbestand der Rasse sichern soll. Doch die Kleine hat Durchfall und benötigt Medikamente. Dann wollen wir jetzt noch mal der Stute noch mal Blut abnehmen, ne? Dass wir dem Fohlen das noch mal spritzen können und dem Fohlen auch noch mal was gegen den Durchfall geben. Da müsstet ihr dann zu zweit noch mal das Fohlen gleich festhalten. Ja. Ne? Ganz in Ruhe mal, geht da mal hin und dann holen wir gerade die Sachen und dann versorgen wir es gleich. Ne? Der Tierpark ist ein Ausbildungsbetrieb, deswegen müssen auch die Auszubildenden immer richtig mit anpacken und dabei lernen. Die Geburt ging immerhin ohne Komplikationen vonstatten. Und dann war es schon fit, es war schon trocken, also war schon ein paar Stunden dann auf der Welt. Und die Mutter hatte auch schon, die Nachgeburt war schon raus, die kommt ja auch erst nach einer Weile dann. Und das war alles schon fertig, als wir dann hier oben ankamen. Da haben wir uns dann alle gefreut und dann auch noch gefreut, dass es ein Stutfohlen war, weil das hatten wir alle gehofft, weil das dann auch wahrscheinlich hier bei uns bleiben kann. Na, dann nehmt ihr mal das Fohlen, müsst ihr neben der Stute halten dann. Munteres Fohlen fangen. Wer ist schneller? Sehr gut. So.
Schön halten, prima. So, dass vorne nicht weg kann. So, jetzt müsst ihr von der Gilla den Kopf noch mal gerade machen, dass ich da noch mal rankomme. So, jetzt brauchen wir ein bisschen Blut noch mal. Ne? Blut der Mutter soll das Fohlen gesund machen, sein Immunsystem stärken, sodass es Abwehrstoffe bildet. Das war's schon. So, jetzt brauchen wir das Fohlen. Steht die Mutter direkt neben ihrem Fohlen, werden beide ruhiger. Hier drauf, ne? So, jetzt müsst ihr es noch mal halten. Genau da muss ich hin. So, jetzt kann sein, dass noch mal einen Satz nach vorne macht. Ne? Gibt jetzt einmal noch so einen kleinen Piekser erst. So, schon passiert. Schön halten. So, ist prima. Kannst es halten? Das wollen wir nicht. So, genau, ja. Lass stehen, stehen lassen. Da ist es schon weg. Und Leonie ist auch kurz weg. So, ganz langsam noch mal ran. So, ganz ruhig die Stute mal hinführen. So, ist fein. So, dass die Stute sehen kann. Ne? Ganz ruhig halten, ganz ruhig. Passt genau. So, ne? Und jetzt gibt es langsam das Blut unten drunter. So, Henry, mal einen Tupfer. Brrrt. Das nicht widersetzen. Genau. So. Ne? Das war jetzt nochmal Eigenblut von der Stute. Ja, es ist ganz normal, also wenn man versucht, Tiere zu fangen und vor allem dann kleine Fohlen, die sehen zwar süß aus, aber die haben schon mehr Kraft, als man denkt. Also ja, dann passiert das schon mal. Aber wir haben gelernt, niemals loslassen. Das Fohlen festzuhalten ist nicht so einfach. Ihr müsst sehen, dass es stehen bleibt. Das Stehen kann es von alleine. Ihr müsst nur gucken, genau, die haben schon Kraft. Und Leonie muss jetzt mal auf die andere Seite rüber. Genau. So, jetzt die Stute ein bisschen hier ranführen nochmal. So, jetzt muss ich hier noch einmal dran. Ist gut. So. Jetzt gibt es hier auch noch mal was unter die Haut. Gibt es auch noch mal einen kleinen Piekser. Schön festhalten. Ne? Habt ihr's? Ja. Zack. So, schon passiert. So, das ist nochmal Stoffwechselstimulanz. Schön halten. So. Alles gut. Prima. Und jetzt gibt es noch mal Penicillin gegen den Durchfall, dann sind wir schon fertig. Alles gut. Das musst du noch mal gut halten. Ne? Hast du es? Ja. Henry, hast du noch mal das Jodspray? Da ist noch mal so ein kleiner Knubbel vorne dran. Das würde ich sagen, machen wir noch mal ab. Das Fohlen hatte eine kleine Verletzung hier vorne, ist wahrscheinlich irgendwo hängen geblieben an der Nüster. Und da wollen wir jetzt noch mal ein Jodspray drauf machen, ganz vorsichtig. Und diesen kleinen Hautvorsatz, den nehmen wir jetzt ganz schnell weg. So, schon passiert. Das war schon. Einmal draufhalten, den Tupfer. So, dann können da auch keine Fliegen mehr ran. Gleich bekommt Stute Gilla ihr Fohlen zurück. Ja, auf jeden Fall. Macht Spaß, wenn ein gesundes Fohlen da ist und man kann helfen und ist alles gut. Ja, es ist Pferdevirus, ne? Es ist so. Die Beberbecker sind eine alte, vom Aussterben bedrohte Pferdeart. Das Gestüt Beberbeck, wo die Rasse ihren Ursprung hatte, lag ganz in der Nähe der Saberburg und wurde vor 90 Jahren aufgelöst. Mit zwei Stuten möchte der Tierpark jetzt Nachkommen züchten, um die Art zu erhalten. Das kleine Fohlen ist ein erster, sehr süßer Erfolg. Im Frankfurter Zoo ist heute der große Tag für zwei Erdmännchen, auch wenn die davon noch gar nichts wissen. Willi ist einsam. Sein Mitbewohner Derby ist vor zwei Wochen gestorben. Heute soll er nun einen neuen WG-Partner bekommen. In die große Gruppe der Erdmännchen kann Willi nicht zurück. Mit dem Clan gab es in der Vergangenheit Streit und das hat ihm eine blutige Nase eingebracht. Deswegen genießt Willi den Luxus eines eigenen Apartments mit großer Außenanlage. Fehlt der neue Kumpel. So, ich denke, wir haben alles vorbereitet. So. Ja. Das obere Gehege haben wir gereinigt, ein bisschen geruchsneutral gemacht. Mhm. Wir haben hier einen Gitterschieber, damit sie sich sehen können. Mit Heu, Einstreu und wir haben vor, hier das neue Erdmännchen reinzusetzen. Ja. So. Unser Willi. Da sitzt er schon. Ja, der hat jetzt das untere Gehege. Mhm. Gut, ich denke mal, die packen den jetzt gleich ein und dann wird er ein paar Minuten hier sein. Also hier soweit alles an. Sieht gut aus, sehr ordentlich. Willi wird froh sein, dass er jetzt einen Partner hat. Natürlich kann es sein, dass die sich nicht grün sind am Anfang, dass sie so ein bisschen, der andere ist ein bisschen aufgeregt.
Und der Willi will vielleicht sein Revier verteidigen. Da kann man mal mit rechnen, dass es zu einer Beißerei kommt. Aber erfahrungsgemäß, eigentlich hatten wir das in der Vergangenheit noch nie. Dass da irgendwie, solange da kein Weibchen dazwischen ist, vertragen sich die Männer eigentlich immer ganz gut. Kennt man von der Kneipe, ne? Ja. Schauen wir mal. Kann ich nur bestätigen. Auf dem Außengelände wird auch noch alles schick gemacht. Pflegerin Rebecca Höper möchte das neue Erdmännchen so vom Umzugsstress ablenken. Und das funktioniert bei den kleinen Raubtieren am besten mit Futter. Ich befülle jetzt hier diesen Kürbis im Moment nur mit Heu. Und da kommen gleich noch Insekten rein. Das soll dann später der Beschäftigung dienen, dass die beiden Erdmännchen so ein bisschen abgelenkt sind. Und auch ein bisschen runterkommen. Das ist ein bisschen Stressminimierung dann in dem Fall. Das Eichhornheu. Das Heu dient dazu, dass sich die leckeren Insekten besser verstecken können. So sind die Erdmänner erstmal beschäftigt. Naja, es ist, das Erdmännchen kommt in ein komplett neues Gehege zu einem auch einigermaßen fremden Artgenossen. Die kennen sich vermutlich nicht. Und das ist immer stressig. Also das kennt man von sich selber auch. Jeder Umzug bringt irgendwo Stress mit sich. Es ist eine neue Umgebung. Es riecht vor allen Dingen auch anders. Erdmännchen sind Raubtiere, die machen viel über die Gerüche. Kommen ganz, ganz viele Sachen jetzt auf ihn zu. Und damit er einfach ein bisschen abgelenkt ist und sich nicht nur auf diese ganze Stresssituation konzentriert, kriegt er jetzt noch ein paar leckere Sachen und kann sich dann zusammen mit unserem Willi damit beschäftigen. Es ist immer auch eine gewisse Grundanspannung natürlich dazwischen, wenn man zwei Tiere vergesellschaftet, sag ich jetzt mal in dem Fall, oder halt zusammenführt. Wir wissen nicht, wie sie reagieren. Es kann sein, dass sie sich komplett an die Kehle gehen. Es kann sein, dass es super funktioniert. Klar, da ist immer eine gewisse Aufregung mit dabei. In der großen Anlage herrscht noch normaler Alltag. Schnüffeln, kratzen, Wache stehen. Man kennt das ja. Gleich geht's aber los. Im Katzendschungel sitzt unterdessen noch der indische Löwe Kuma mit dicken Beulen am Hintern. Und die müssen behandelt werden, sonst kann die Entzündung bis in den Knochen wandern. Zootierärztin Christina Geiger dosiert die Medikamente nach Körpergewicht. Stolze 180 Kilo wiegt Kuma. Tja, davon braucht er auch 10. Eine echte Herausforderung wartet auf sie. Ich werde unserem Löwenmann gleich ein Antibiotikum spritzen, dessen Wirkung sehr lange anhält. Und das ist aber leider auch ziemlich teuer. Und ich habe gerade nur auf Lager genau die Menge, die er braucht. Das heißt, wenn ich irgendwie daneben schieße, habe ich keinen Nachschub. Aber ich muss einfach auf mein Jagdglück hoffen. Mit Pfeil und Blasrohr wird die Ärztin das Medikament verabreichen. Kuma ahnt davon natürlich noch nichts. Aber wenn er eines hasst, dann ist es das Blasrohr. Ja, und die Ärztin. Beide zusammen. Da kann der stolze Löwe schon mal rot sehen. Die Tierärztin muss sich beeilen. Kuma ahnt nichts Gutes. Allerdings will die Tierärztin nicht von hier aus schießen. Es ist ein Ablenkungsmanöver, das schließlich aufgeht. Der Kuma hat sich angewidert von mir in die Absperrbox verzogen und nur da kann ich ihn eigentlich schießen mit dem Oh, wir müssen hier raus. Wir müssen hier rauf. Nebenan hat Löwin Sarina die Ärztin entdeckt und auch sie hegt eine tiefe Abneigung. Wir müssen hier weg, die Löwin regt sich auf wegen mir. Gehen Sie bitte mal hinten an der Scheibe gucken, ja. Das schwere Los der Tierärztin. Die Raubkatzen sind alle nicht gut auf sie zu sprechen. So, also der Löwe hat sich jetzt absperren lassen, weil er mich so scheiße findet, ist er vor mir weggelaufen und hinten in die Absperrbox gegangen, wo es mit dem Schießen ein bisschen einfacher für mich ist. 180 Kilo wiegt Kuma. 3 Injektionen sind deshalb nötig und alle müssen auf Anhieb sitzen. So,
Die Nadel dringt ein, dadurch wird das Loch freigegeben und die komprimierte Luft kann sich hier hinten ausweiten und drückt dabei diesen schwarzen Stempel nach vorne und injiziert dann das Medikament in den Tierkörper. Sehr, sehr simpel, aber für uns halt wunderbar im Alltag anwendbar. So. In der Absperrbox ahnt Kuma schon, dass es gleich was setzt. Kuma? Nur durch ein kleines Fenster kann die Ärztin schießen, das weiß Kuma. Und natürlich dreht er ihr nicht den Rücken zu. So besteht immer die Gefahr, dass ein Pfeil ins Auge oder eine andere Stelle trifft. Am besten wirkt das Medikament aber über den Muskel am Oberschenkel. Und siehe da, Pfeil Nummer 1 sitzt. Und Nummer 2 ebenfalls. Und Pfeil Nummer 3. Auch. Jetzt aber nix wie weg. Der hat geklappt. Ich will da nur mal schnell weg, damit die sich möglichst schnell beruhigen und der Reiz, der sie ärgert, also ich, aus den Augen ist. So. Immerhin, die Ärztin nimmt den Hass mit Humor. Ja, ist schon sehr beeindruckend, wenn der einen angreift. Das Einzige, was mich jetzt da nervös gemacht hat, war, dass ich Angst hatte, dass er sich selber verletzt, weil er ja ohne Rücksicht auf Verluste dagegen das Gitter gehüpft ist. Dann hoffen wir mal, dass der aufhört, sich zu kratzen. Aber es ist total gemein, wieso der mich so hasst. Den habe ich schon lange nicht mehr wegen irgendwas spritzen müssen. Aber der Tierarzt-Hass sitzt irgendwie tief. Eigentlich denkt man, man ist dafür da, um Schmerzen und alles mögliche Unannehmlichkeiten von den Tieren fernzuhalten oder dafür zu sorgen, dass sie aufhören, aber sind irgendwie nicht so richtig dankbar. Trotzdem würde sie ihren Job gegen keinen anderen auf der Welt eintauschen wollen. Am Fuße der Saberburg im nordhessischen Reinhardswald geht es mit der Behandlung einer ganz kostbaren Stute weiter. So. Machst du mal einen Führstrick dran, dass wir die noch mal hier rüber kriegen? Eine seltene Rasse, die Biberbäcker. Wir wollen heute eine zuchthygienische Untersuchung der Stute Oljotta machen. Und da wir wissen, dass die nicht so ganz ohne ist, müssen wir die so ein bisschen sedieren. Und das machen wir jetzt erstmal als erstes. Und dann warten wir mal einen Moment und dann können wir noch mal weitergucken. Dann. Oljotta soll bald künstlich befruchtet werden. Die Untersuchung heute soll zeigen, ob sie gesund und bereit dafür ist. So, und dann wird sie gleich so ein bisschen ruhiger. Dann merkt sie diese Untersuchung nicht so und ist ja ein bisschen angenehmer dann. Hm? Lena, kannst du sie reinführen langsam in Stand gleich? Genau. Prima. Ist sie gut zufrieden da vorne? Ja, die ist schon gut müde. Ja, ne? Ich glaub's auch. Oljotta bekommt von der Untersuchung nur ganz wenig mit. Die Sedierung macht sie ruhig und schläfrig. Damit die Stute besamt werden kann, muss Tierarzt Christian Schultenkämper aus dem Gebärmutterhals eine Probe entnehmen. Hast du das Gleitgel da vorne noch? So. So. Hält das Spekulum noch mal fest? Diese bakteriologische Zervixkupferprobe. Das war die, die wird jetzt verschickt. Ist hier unten in so einem Nährmedium und die geht zum Landesuntersuchungsamt nach Hessen. Und da wird eine zuchthygienische bakteriologische Untersuchung gemacht. Und da können wir dann halt erkennen, ob die Stute gedeckt werden darf oder nicht. Für den Fortbestand der Rasse wäre das extrem wichtig. So, und jetzt wollen wir noch eine Eierstockskontrolle machen, beziehungsweise eine Ultraschalluntersuchung der Gebärmutter und der Eierstöcke, um zu gucken, ob da alles in Ordnung ist. Mit 9 Jahren ist Oljotta im besten Alter. Ja, das ist ja jetzt ganz artig. Gut, durch die Sedierung, ne, merkt sie ja jetzt auch nicht so viel. Und na, der Kopf ist ganz schön schwer. Und man sieht jetzt hier, für den Laien etwas schwierig zu erkennen, aber das ist die Gebärmutter, das, was wir hier haben. Und zwar das sogenannte rechte
Uterushorn. Gehen jetzt nochmal auf die linke Seite rüber. Das ist der linke Eierstock, der ist ungefähr Hühnerei groß. Und das Dunkle, was man dort sieht, sind verschiedene Follikel. Und am Ende der Rosse ist es so, dass ein Follikel vielleicht sogar 4-5 cm groß wird, der dann auch rektal gut fühlbar ist. Und der kommt dann zur Ovulation. Und zu dem Zeitpunkt muss man dann auch die Besamung ansetzen. Aber im Moment sieht das alles erstmal normal aus. Diesen Befund, den speichern wir gleich ab. Die Stute scheint gesund zu sein. Gut, damit wäre erstmal diese Untersuchung soweit abgeschlossen. Müssen wir langsam wieder raus. Und da es nur sehr wenige Biberbecker Hengste gibt, wird Oljota künstlich befruchtet. Ja, also die wird jetzt wahrscheinlich, wenn es wärmer wird, vielleicht in 1-2 Wochen richtig in die Rosse kommen. Und dann würden wir die gern besamen. Und dann werden wir die zu der gegebenen Zeit wieder mit dem Ultraschallgerät untersuchen und gucken, ob diese Follikel jetzt weiter anwachsen. Und ja, dann müssen wir mit Herrn Pietschner besprechen, was denn da für ein Hengst genommen werden soll. Und dann wird der Sperma bestellt und dann kommt es zur Besamung, wenn die Tupferprobe in Ordnung ist. Aber Oljota hat es für heute noch nicht ganz geschafft. Christian Schultenkämper schlüpft gleich noch in die Rolle des Zahnarztes. Im Frankfurter Zoo gibt's gleich richtig Action am großen Erdmännchengehege. Ein neuer Mitbewohner für das einsame Erdmännchen Willi soll heute gefunden werden. Tierärztin Christina Geiger hilft bei der Auswahl eines geeigneten Kandidaten. Ah, die magische Tür. Hi. Ich habe noch mal dieses große Chipgerät mitgebracht, damit es ein bisschen einfacher geht. Dann können wir sie auch im Netz wahrscheinlich teilweise ablesen. Und dann müssen wir nicht so viel fuddeln und fummeln. Ja. Wir haben eine Waage, sollen wir die mitnehmen? Ja, das ist immer eine gute Idee, gerade wenn das Revier gewechselt wird. Super, ja, perfekt. Los geht die muntere Fangaktion. Willi braucht schließlich dringend einen neuen Kumpel. Also wir werden die jetzt alle in die Boxen reinholen und dann so lange hin und her stellen, bis wir einen separiert in so einer Box haben, um dann den rauszufangen. Dann wird der mit dem Chiplesegerät abgecheckt, wer das ist. Und wenn das ein guter ist, dann wird der in die Kiste eingepackt. Also gut heißt in dem Fall einen, den wir abgeben. Wir möchten die drei ältesten Tiere nicht abgeben und auch die jüngsten nicht. Und das soll ein Mann sein. Die drei ältesten Männchen sind die Zuchtmänner. Die sollen natürlich bei den beiden Weibchen bleiben. Der potenzielle WG-Partner wird vermutlich ein Neugieriger sein. Mal schauen, wer sich also zuerst in die Box traut. Hier sind jetzt drei Stück. Wenn wir jetzt einen abgetrennt haben. Ich mache mal hier zu, weil sonst ist der wieder weg, oder? Dann mache ich hier nochmal auf. Guck, jetzt habe ich den frei. Jetzt können wir noch den hier drüber lassen. Wenn er will. Und dann können wir das probieren. Also einer ist hier einschen und dann einfach Netz drüber, okay? Mhm. Okay, ich habe einen Chip gefunden. Wer schickt denn hier eigentlich so? Nummer 575 ist 2018 geboren. Soll der zu jung? Nö. Gut, dann rein mit ihm in die Kiste. Willi bekommt also einen Jungspund als Kumpel. Aber Vorsicht ist die Mutter der Erdmännchenkiste. Warte mal, müssen wir das Geschlecht noch mal kontrollieren, sicherheitshalber? Waren die vielleicht sehr klein? Lass uns mal gerade noch mal gucken, wenn wir ihn in der Hand haben, oder? Das wäre sonst peinlich. Das Geschlecht ist hier ganz eindeutig männlich. Auf jeden Fall, Mann. Also das sieht ziemlich nach Kerl aus. Wunderbar. Alles richtig. Also ab in die Kiste und rüber zu Willi. Erdmännchen sind Raubtiere und von daher sehr wehrhafte und besonders wendige Wesen. Zwar haben sie kleine Zähne und Krallen, aber kein Pfleger macht gerne freiwillig Bekanntschaft mit ihnen.
Dicke Handschuhe sind hier Standard. Gewichtskontrolle zeigt 900 Gramm. Für das junge Alter ein stattliches Gewicht. Der Neue scheint gut drauf zu sein. Sehr gutes Erdmännchengewicht. Super. Von Afrika. Ja, kurzer Schmerz aus. Ja, das hat sehr gut funktioniert. Ich lasse die Herrschaften wieder raus. Einige Kilometer nördlich von Frankfurt liegt im Taunus der Kronberger Opelzoo. Dr. Uta Westerhüß ist auf dem Weg in den Kindergarten des Streichelzoos. Genau, wir haben ein Jungtier geboren. Esel-Jungtier Till, also ein Hengst. Komm mal her, du Großer. Aus unserer Kiba. Sie ist gestern geboren. Hallo, Große, ne? Die erste Untersuchung hat Till eigentlich schon hinter sich. Genau, und da habe ich gestern schon geschaut. Also wir machen immer direkt am nächsten Tag die Jungtierprophylaxe. Das heißt, bei uns immer, die kriegen Vitamin E, Selen. Wir schauen, dass sie gut stehen, gucken uns Nabel an, Gaumen, das war alles okay. Und wunderbar. Kiba ist jetzt auch eine ganz erfahrene Mutter schon. Das heißt, da machen wir uns auch keine Sorgen und er trinkt und er steht. Finden auch die Pfleger. Ne? Endlich nach so einem vollen Wochenende, am Montag, hatten wir halt einen Eselfohlen. Da habe ich sofort Frau Doktor Bescheid gegeben, dass die Jungtierprophylaxe machen kann. Na, der Kleine, der stand schon, Nachgeburt war schon da. Es war super, ist alles super verlaufen. Till würde natürlich im Handumdrehen zum besten Zottelfreund aller Kinder im Streichelzoo in Kronberg werden. Dafür ist er aber noch etwas zu jung. Und nun zum eigentlichen Grund des Besuchs der Zootierärztin. Ist immer die große Frage, wann können unsere Tiere raus? Raus in den Streichelzoo praktisch. Das ist uns aber doch ein bisschen zu voll, dass sie jetzt erstmal mit dem kleinen Hengst hier im Vorhof bleibt, das heißt, kommt rein und raus. Wichtig ist auch, dass er einen festen Untergrund hat für die Beine, dass sich das alles entwickelt und dass er so ein bisschen mehr Ruhe hat. Wenn das so voll ist, dann kommen zu viele Besucher und dann hat er nicht genug Ruhe, die er jetzt erst noch mal braucht. Das ist ja gerade ganz neu auf der Welt. Bekanntschaft mit den Kindern und Besuchern im Streichelzoo wird Till heute also noch nicht machen. Er genießt so lange einfach die Zweisamkeit mit seiner Mama Kiba. Und Uta Westerhüß freut sich über solche Besuche bei den Tieren ganz besonders. Ohne Spritzen und ohne Medikamente. Im Tierpark Sababurg hat die Stute Oljotta noch eine Behandlung vor sich. So, jetzt wollen wir bei der Stute auch gleich noch mal eine Zahnkontrolle machen. Erst Gynäkologe und jetzt Zahnarzt. Christian Schultenkämper ist eine Allzweckwaffe. Ja, wir machen alles, sozusagen. Wir können ja jetzt nicht extra einen Zahnarzt bestellen dann noch, ne? Das müssen wir mitmachen. Und wie es bei Ihrem Pferdemaul aussieht. Und wenn die Stute schon mal ruhig gestellt ist, wird gerne so viel wie möglich auf einmal erledigt. Ja, ist gut. So, das sind die Schneidezähne. Die sind soweit in Ordnung. Sind jeweils oben 6 in jeder Reihe. 3 linke, 3 rechte. Und jetzt nehmen wir uns nochmal die Zunge in die Hand und gucken hier nochmal. Ja, da müssten wir ein paar Haken runterraspeln. Dann brauchen wir nämlich nach der Besamung nicht noch mal anzufangen. Dann hat sie auch wieder schöne Zähne. Ja, wo andere mit solchen Geräten ihre Mauern oder Wände bearbeiten, nutzt der Tierarzt den Schleifer für seine Patientin. Zum Glück ist Oljotta mit einem Medikament ruhig gestellt. Das sind Diamantscheibe drauf hier mit Diamantsplittern. Geht also relativ schnell. Die dreht sich, diese Scheibe. Und damit können wir jetzt die Zahnhaken abschleifen. Das machen wir jetzt auf der anderen Seite auch. Voller Körpereinsatz für den Tierarzt.
Eine willkommene Abwechslung zum sonstigen Alltag in seiner Praxis. Einziges, was wir jetzt noch machen müssen, wir müssen vorne noch mal ganz eben die Schneidezähne anschleifen, weil wir ja hinten jetzt so ein bisschen weggeschliffen haben, damit dann auch wieder ein richtiger Biss und eine richtige Mahlfunktion erfolgen kann. Holst du mir einmal so ein bisschen rum? So, jetzt geht der Kopf wahrscheinlich noch mal ein bisschen hoch. Oh Mann, dieses Geräusch ist noch fieser als, naja, beim Zahnarzt. So, damit haben wir wieder eine frische, scharfe Beißkante und machen jetzt noch mal einen Funktionstest, ob der Kiefer frei beweglich ist. Damit Oljotta auch morgen noch kraftvoll zubeißen kann. So, die Zunge noch mal ein bisschen rein. Ja, hört sich alles gut an. Der Kiefer lässt sich frei bewegen, nach links und nach rechts. Diese Mahlfunktion, die die Pferde ausführen, na, damit sie auch die Grashalme und auch das Getreide brechen können. Aber das geht alles gut. Gut, sind wir damit fertig. Ja, also ich kannte das vorher schon. Das sind natürlich große Zähne, ne? Da braucht man mit einer Nagelfeile nicht anzufangen. Und das geht ja alles gut. Er hat ja auch stillgehalten durch die Sedierung und da ist ja dann auch die Verletzungsgefahr nicht so groß. So, Christian Schultenkämper hat es für heute geschafft und gut. Stute Oljotta darf jetzt in Ruhe wieder zu sich kommen. Tschüss. Draußen toben unterdessen schon wieder Biberbäckerstute Gilla und ihr frisch geborenes Fohlen. Vielleicht gibt's ja dank Oljotta bald noch mehr so kostbare Racker auf dem Gutshof des Tierparks Sababurg. Im Frankfurter Großstadtdschungel gibt's gerade eine frische Erdmännchenlieferung, sozusagen frei Haus. Willis neuer Mitbewohner wird gleich einziehen. Also der Zustand des Gefangenen hat alles schnell geklappt, aber jetzt hat er sich wahrscheinlich an der Kiste gerade ein bisschen eine Kralle abgerissen. Deswegen wollen wir jetzt schauen, dass wir zügig die Übergabe machen. Hallo! Ah, hi, servus. Hier haben wir schon mal einen Kandidaten. Der hat sich leider gerade wohl ein bisschen irgendwo eine Kralle in der Kiste okay. Deswegen haben wir jetzt versucht, dann machen wir, der kratzt ja auch wie doof. Habt ihr einen? Ja, wir haben uns den hier ausgeguckt. Okay. Ach, ihr habt den gewogen, dann müssen wir den gar nicht mehr wägen. Schlecht haben wir auch noch mal kontrollieren. Das heißt, ihr könntet den so. Ich kann dir ja noch mal die Krallenzange da lassen, falls, aber ich denke. Damit ihr das für eure Akten. Gut, dann viel Spaß. Danke. Ja, Willi wird den Spaß haben. Okay, tschüss. Tschüss. So, dann machen wir es wie besprochen. Ja. 2 Wochen hat Willi jetzt hier alleine gewohnt, seit sein Mitbewohner Derby gestorben ist. Und jetzt wird es dringend Zeit für etwas Action in der Bude. Guck mal, der greift hier schon raus, der Frechdachs. Frau Doktor wirft noch mal einen kritischen Blick auf die Krallenverletzung, aber es gibt keinen Grund zur Sorge. Überhaupt nicht. Das ist gar nicht schlimm. Das ist auch gar nicht so dramatisch. Man sieht hier ein kleines bisschen Blut, aber das ist eine Randerscheinung, marginal. Dann kann der Neue ja endlich einziehen. Und er lässt auch nicht lange auf sich warten. Erdmännchen sind ja bekannt für ihre Neugier. Und so inspiziert er gleich die neue Heimat. Dann lass ihn mal vielleicht 2 Minuten gucken, wo er hier ist. Nicht, dass du hier einen Harakiri-Sprung machst. Und dann lassen wir die zusammen, oder? Ist ja noch früh am Tag. Ja. Irgendwann müssen wir es machen. Genau, also, wann jetzt? Ja, eben. Sehr schön. Willkommen zu Hause. Genau. Draußen versucht Willi schon mal einen Blick auf seinen neuen Mitbewohner zu erhaschen. Er würde ihn sicherlich auch gerne persönlich willkommen heißen, aber noch ist der Schieber zur Sicherheit unten. Ja, Willi will schon. Willi will's wissen. Ja, genau. Willi will Liebe. Ja. Aber Liebe muss erst mal wachsen. Also würden wir jetzt quasi den Schieber aufmachen. Also Willi ist sowas von bereit. 2 Wochen ist er jetzt schon allein. Und er möchte auch nicht länger als nötig auf die Folter gespannt werden. Musik.
WG-Partner scheint auch bereit zu sein, seine neue Umgebung zu erkunden. Im Moment läuft es sehr harmonisch bei den beiden. Aha. Jetzt geht der Willi bestimmt rein. Ja. Okay, beide durchs Loch. Also bis jetzt ist es zufriedenstellend. Ja. Es ist eher langweilig schon, als hätten die sich schon ewig gekannt. Ja, aber das kann nicht sein. Der neue Mitbewohner der Männer-WG ist 2018 geboren. Da hat Willi schon in diesem Nachbargehege gelebt. Ja. Jetzt gibt's Mehlwürmer und andere Leckereien zur Beruhigung, obwohl die beiden so auch schon die Ruhe weg haben. Mehlwürmer für die Herren. Oh. Nein, jetzt möchte ich da schnüffeln. Nein, ich. Ja, also das gefällt mir nicht. Also er ist nicht ganz einverstanden mit dem, wie er das eingerichtet hat anscheinend. Ich glaube, wir haben uns im Interieur vergriffen. Ja. Es läuft alles ganz harmonisch ab. Keine Beißattacken, keine Revierkämpfe. Was hatten wir gesagt, wie wollen wir ihn nennen? Micha. Micha. Richtig. Ja, okay. Micha. Ah, das ist ein hübsches Duo. Micha und Willi. Ja, ja. Ja, das sind beides Kollegen, Tierpflegerkollegen aus dem anderen Revier, nach denen die benannt werden. Hat sich hier so etabliert. Und da das eine übersichtliche Anzahl an Tieren ist, kann man denen hier auch noch Namen geben. Drüben, da haben glaube ich, nur die Zuchttiere noch Namen, die man auseinanderhalten kann. Und die ganzen anderen Kinder eben nicht mehr. Scheint alles sehr einträchtig in Frankfurt zu sein. Das heißt nicht, dass es jetzt auf ewig hier Frieden. Manchmal kann es natürlich noch mal zu Streitigkeiten kommen, aber nicht bei zwei Tieren, die nur sich haben. Eigentlich sind Erdmännchen ja Herdentiere. Aber ab und zu fliegt, wie Willi, eben mal einer aus der Gruppe. Wegen seines Alters oder weil er Schwäche gezeigt hat. Dafür hat Willi jetzt ganz viel Platz. Ich hab noch die Kurve. Das erste gemeinsame, perfekte Dinner passt ganz gut bei den beiden. Die sind total tiefenentspannt, total cool. Also, obwohl er gerade, wie Sie richtig gesagt haben, ist gerade erst gefangen worden. Und schon ist er hier, als wäre er nie woanders gewesen und mampft da seine Grillen. Also Willi, der mich wesentlich länger kennt und den ich auch noch nie gegriffen habe, der läuft hier nicht vor meinen Füßen rum. Mhm. Der Kleine schon, das ist nicht Wahnsinn. Wache schieben macht er grundsätzlich. Also war Willi schon immer, auch als Derby noch hier drin war, war Willi immer derjenige, der Wache geschoben hat. Liegt bei denen natürlich auch irgendwie in den Genen. Und die Kleinen müssen das immer erst noch lernen. Das wird Willi ihm schon noch beibringen. So lange spielt Willi den perfekten Gastgeber und lässt Micha in Ruhe fressen. Danke. Bedanke mich, du guckst noch einen Moment. Ja, ihr guckt noch. Wir sehen uns spätestens morgen. Bis dann. Danke. Ja, gerne. Willi lässt sich seine Aufregung nicht anmerken, aber vermutlich ist er froh, von jetzt an nicht mehr alleine zu sein. Das ist wohl der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Und in der nächsten Folge von Der Doktor und die wilden Tiere, Neuzugang im Darmstädter Zoo Vivarium. Zwei süße Zebraschnuten sollen in die neue Afrika-Anlage einziehen. Aber erstmal müssen Fria und Fatou sicher in ihrem neuen Stall ankommen. Diese und noch mehr Tierarztgeschichten aus den hessischen Zoos das nächste Mal.